Moin Leute, Timex hier. Satter Hugo hat ein Video gemacht, das heißt Knossis Bruder. Ist direkt sehr vermöbelt, Mickey auf dem Thumbnail. Das finde ich doch fantastisch. Wenn euch das gefällt, gerne den Try React Kanal abonnieren. Machen wahnsinnig viele Leute von euch momentan. Danke für den Support und wir gehen rein ins Video. Ey, ihr habt die ganze Zeit nichts gehört? Ja, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Oh, das habe ich aber auch nicht gecheckt. Video. Da hoch mit dem Schule, ich sehe original aus, als wenn ich im Altersheim sitze. Runter mit dir ins Altersheim! Mann! Du Fassack, Alter. Kannst du eigentlich aufstehen, ohne dich abzustürzen? Was willst du von mir? Sehe ich aus wie Drachenlord? Heute auf jeden Fall kein Doppelpiece. Ich bin extrem doll angepisst. Ob ich ohne Hand aufstehen kann? Könnte ich, mache ich aber nicht. Das Sofa ist immer so tief. You would not believe your eyes. Knossi im April. It's the right time, it's the right time to rock the night away. Digga, wer singt denn im April Weihnachtslieder? Jingle bell time, it's the swell time to put a one in a whole old sleigh. 417. Ey, let's surrender! Ja, oh mein Gott, surrender, wie geil! Oh mein Gott, das ist das Beste an dem Sch*t-Game. Surrender failed. Kannst du mich heilen? Ich bin tot. 30 seconds left. Dude. Weil ich dachte, okay, krass. Das hat ja gar keine mehr gelebt. Heute ist wieder soweit. Versuche nicht zu lachen. Mit Trimax. Moin Leute, Trimax hier. Gut. Der Titel heißt jetzt Bread Falling. Es war klar, dass das Brot umfällt. Das ist ein Clip worthy, hä? Ich glaube, ich halte die Nase zu. Mund auf. Ja, yeah, ja. Yeah. Warum hält er die Nase zu? Aber was bringt denn das? Oder das nicht nur, wenn es scheiße schmeckt? Wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, einen Wodka-Shot warm trinkst, aber wenn du ein Stäbchen dir reinballerst, was bringt denn die Nase zu? Verstehe ich nicht. Oh, Digga, ja, Bruder, ich kann das nicht. Okay, egal, ich stehe doch für die Gesundheit. Alter, was? Immer wenn ich den Strom oder Rumatra mit dem Corona-Test nicht klarkomme, lache ich die mega aus. Vom Furzwitz lache ich nicht. Jo, wie hat er das Video reingekriegt? Das Video ist geclaimed. Mein Cutter hat 3 Stunden gekämpft. Nichts ging. Das ist kein Furz. Der ist voll geschissen und fuchtelt mit seinem Schwanz die Scheiße. Das ist auch fies. Das ist auch fies. Hätte das Video geheißen, Nilpferd scheißt alles voll, hätte ich nicht gelacht. Aber das heißt einfach nur World's Biggest Fart Ever. Und das Nilpferd scheißt alles voll und Kinder schreien im Hintergrund. Das ist so unerwartet. Das war viel zu. Das hat nichts mit Furzen zu tun. Überhaupt nichts. Einige haben geschrieben, das machen die, um das Revier zu markieren. Ist es so ein Ding? Oder wurde ich verarscht wieder? Dass du einfach so 20 Quadratmeter komplett voll scheißt? Natürlich ist das dein Revier. Wer läuft denn in deine Scheiße rein? Stimmt? Ja, what the fuck? Ist doch klar. Wenn ich jetzt in den Park gehe, auf eine Wiese, und ich werde so 30 Quadratmeter voll scheißen, dann legt sich da kein anderer hin. Weil da ist überall Scheiße auf dem Boden. Das kannst du mit jedem Tier machen. Lach ich nicht. Regni, wie geht's dir? Es ist geil. Was hat Revi eigentlich dazu gesagt? Einige fanden das ging gar nicht vom Stadion. Ich fand es einen witzigen Gag. Das haben auch viele gelacht. Was sagt Revi dazu? Wie ist sein Statement? Einige haben gesagt, das geht gar nicht und so.
Haben die nur geboot, weil es Revi war, aus Gag? Dann ist es cool. Haben die geboot, weil Revi nicht gekämpft hat, weil er eine Bronchitis hat? Dann ist es ja Gigakacke. Aber ich fand's, also, so witzig. Als Gag 100%. Ich glaube auch alle, die da waren und geboot haben, haben gesagt, es war als Gag. Ich fand's, wann wurde denn jemand interviewt, das ganze Stadion boot? Also ich wäre auch, wir fragen Revi nochmal, aber ich wäre fast dafür, dass das ein Running Gag wird. Nein, Revi ist wirklich ein super Korrekter. Revi ist wirklich ein Korrekter. Also, ich kenne niemanden, der Revi privat kennengelernt hat und Revi nicht kennt. Das war ja richtig dumm, die Aussage. Er kennt niemanden, der Revi kennengelernt hat, der ihn nicht kennt? Boah, stark. Willi, unser Computer-Experte. Wie mache ich kopieren und mit den Tasten? Ich kann es nur mit Maus. STRGV, das weiß ich sogar. STG. STRGV. STRG und V. Ach du Scheiße. C. Nein. C und V? V. V. Einfügen machst du mit V. Wusste ich aber, ist auch erst das Neueste bei mir. Abstimmung 50% für Mickey, 45% für Zeit. Das ist der eure Frau den RP anmacht und einen Mann kassiert wegen Belästigung. Wollen wir uns küssen? Ich möchte, dass du dich nie wieder an mich erinnerst. Nie wieder. Tessa, wie lange bist du schon eigentlich Medic? Pia, bitte. Oh, wer ist Tessa? Digga, was passt denn auch weiterhin? Digga, der hat so oft, der hört nicht auf. Weiter so, Mickey, komm! Du willst doch am Ende so dastehen, ja! Krass! Da hat sich ja gerade schon was verändert vom letzten Clip von Knossi, wo er oberkörperfrei war. Kannst du das nochmal sehen? Ja, ja. War jetzt auch die Wintermonate. Nicht schlecht. Hat sich's richtig gut gehen lassen. Etwa so. Das ist so grundlegend gescreenshottet. Digga, was der für Dinger kassiert hat. Der ganze Kiefer wackelt. Ich habe ihn einfach zu Knossis Bruder geschlagen. Einfach da aus wie Knossi. Hä? Wo sieht denn der aus wie ich? Ist krass. Der sieht übel aus. Also er, wie perfekt auch Dings guckt. Die Nase, die Augen so zu irgendwie. Das sind Augen so ein bisschen zugeschwollen. Der Mund, der alles. Ich finde, das ist Ähnlichkeit. Wo denn? Naja, du siehst jetzt der einen Puppe da auch ein bisschen ähnlich. Hast du Ärger? Ärgern mich. Wer ärgert dich? Rein, Matt. Soll ich mich mit Mann legen? Ja. Er sagt, genau so würde ich aussehen. Weil der spinnt tot. Genau so würde ich aussehen. Sagt er sowas? Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox. Also, hallo, hier ist Jens, seine Mutter. Wie heißt der Boxer? Mickey. Ja, also der sieht meinem Sohn ähnlich. Also, das ist eigentlich schon eine Beleidigung, gell? Vielleicht solltest du selber mal in den Spiegel schauen. Da ist nämlich auch eine gewisse Ähnlichkeit. Stell dir mal die Haare ein bisschen rötlich gefärbt vor, noch ein bisschen mehr Bart, der auch rötlich, könnte dein Bruder sein. Ist gut editiert. Oder sieht so falsch aus, ne? Wieso sieht das so falsch aus? Holy shit. Scheiße. Ich habe keine Ahnung von Sternzeit. Bist du auch noch ein Löwe? Ich bin Löwe. Du auch? Man ist am dritten auch noch Löwe? Wir sind Löwen, Junge. Wir sind Löwen. Let's go. Alter, kann mir jemand mein Horoskop rausholen? Okay, ich hol's raus. Du musst eine wichtige Entscheidung treffen und bald steht ein großer Wandel bevor. Oh mein Gott, das ist echt so passiert. Bisher immer, wenn ich zum Tierarzt gegangen bin. Was ist das? Das gesamte Video geht nur von mir? Gegangen bin. Danach ging's mir besser. Keine Ahnung, Mann. Ist das Rauschen wieder doller geworden, oder was? Ich sehe das gerade schon wieder. Irgendjemand hat hier wieder rumgespielt, Digga. Soll ich mal Monte fragen? Hi, kurze Frage. Wärst du down? Nein. Okay, nice. Sorry, mein Bester, aber gerne mal ein anderes Mal. Salam. Ja, Bruder. Ich telefoniere mit ihm und spreche hier ins Mikrofon, Digga. Was ist das für eine Pisse? Wir wollen Content. Seven Reezy, Digga. Wenn du Content sehen willst, geh auf den Channel von deiner Mutter. Kenne ich aber das mit dem Mikrofon. Auch oft, wenn ich irgendwie eine Instagram-Story aufnehme oder irgendwas, wo ich nur mein Handy spreche, vorm Stream, rede ich immer ins Mic rein, wie so ein Dummer, auch wenn das Handy aufnimmt. Oft. Ist ein Mic in der Nähe, redest du da rein, auch wenn das gar nicht angeschlossen ist. Das waren die Breaking News. Kann man hier auch ASMR machen? Yeah.
So, jetzt kommt das Mikrofon zur Probe. Und wie war? Software auf eurer Website und... Ein Moment, jetzt hole ich hier die ganzen Artikel raus, die ich mir gekauft habe und nie benutzt habe. I've got fire for a heart. Aua. Bin näher. Das ist aber auch irgendwie schwach. Ich finde es gut. Ja, war klar, guck mal. War klar, dass es reinkommt. Ich hatte immer gehofft, dass es untergeht. Aber wieso ist es hier drin, dass ich mich krass gerettet habe? Also, haben wir gut gespielt. Und er ist... Von Orange. Hab's mich noch überlebt. Aus den Stories streamt auch. Zorros. Ist auch GTA, aber auf einem anderen Server, ne? Happy Ending oder was weiß ich, was das für ein Server ist. Wir gehen jetzt auf Family Land. Happy Ending. Das ist Solution. Auch ganz netter Typ. Einen richtigen Bierbauch. Ich dachte, das gibt's nicht. Junge, der schiebt einen Kessel vor sich rum. Der sieht den Schniedel nicht mehr auf dem Klo, ne? Der sieht den nicht mehr. Ich hoffe, du siehst ihn noch. Und das war schon gestreckter Modus. Schwierig, die Dinger hier rauszubekommen. Wie sind denn mit einem Löffel alles? Es fällt doch immer runter, das ist Wackelpudding. Also hat er, was ist das denn? Leck mich am Arsch, Alter. Da, und da kommt er, der Mann der Stunde. Da ist er doch. Guck mal, was für eine Ehre mir das ist, wirklich. Ja. Digga, Steven war auch überall dabei. Der war beim Boxkampf dabei. 2 Tage später war in Hamburg auf der Filmpremiere hier Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Da hat er das Ding anmoderiert. Und 1 Tag später ist er bei Knossi im Stream bei All Hands on Deck. Charity-Aktion. Holy shit. Und noch 1 Tag später ist er bei Joko und Klaas im Fernsehen live. Wie kann das sein? Krass. Der gibt ja übel Gas. Ist auch in Zukunft bei Teammates dabei. Habt ihr alle mitbekommen, ne? Das wird geil. Das wird richtig geil. Wann ist das nächste Teammates? Das sollte ja noch diesen Monat stattfinden, ist es jetzt aber nicht, weil wir das auch vor etwas Live-Publikum machen wollen. Ich weiß nicht, wie viele Leute ran können. 800 oder 1000 oder 2000, je nachdem. Das nächste Teammates wird echt fett, weil die Stimmung ist so geil, wenn man was Geiles schafft und dann, das ist so viel geiler. Dieser kleine Schisser, Digga. Bruder hat mich voll erschrocken, Mann. Oh.